Aus der Luft sieht es aus wie Reisfelder, aber was wuselt da? In diesen Teichen leben über 40 Millionen Goldfische. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch dieser kleine Kerl noch vor kurzem in diesen Riesenbecken geschwommen ist. Welche gewaltige Industrie dahinter steckt und wie die kleinen Fische in die ganze Welt kommen. Wir sind hingefahren. Von hier aus machen sich jedes Jahr rund 3 Millionen Goldfische auf den Weg nach Deutschland. Warum Goldfische so beliebt sind, wie sie ihre Farbe erhalten und wie sie zu uns kommen, das wollen wir herausfinden. Dafür geht's ins chinesische Chengping. Das soll sie sein, die Welthauptstadt der Goldfische. Schon am Stadtbild ist leicht zu erkennen, um wen sich hier alles dreht. 80% der Bevölkerung arbeiten in der Goldfischindustrie. Egal wo, überall sind Fischteiche. Wir sind mit dem Goldfischkönig von China verabredet, Qin Minyao. Inzwischen ist er der größte Goldfischzüchter der Welt. Ich habe ganz klein angefangen, aber durch die große Nachfrage ist meine Farm immer mehr gewachsen. Mittlerweile erstreckt sich das Areal über 1,3 Quadratkilometer. Eine Fläche so groß wie 180 Fußballfelder. Die Goldfische sind für Qin Min eine wahre Goldgrube. Sie haben ihn in 20 Jahren steinreich gemacht. Sein Vater betreibt eine Gemüsefarm in der Nachbarstadt. Doch in die Fußstapfen seines alten Herrn wollte Qin Min nie treten. Fische züchten macht mir mehr Spaß als Landwirtschaft. Deshalb habe ich diese Fischfarm aufgebaut. Egal wo auf der Welt, die Menschen wollen Fische. Auch in Deutschland. Bei uns ist der Goldfisch die beliebteste Zierfischart. Das liegt vor allem daran, dass die Anschaffungskosten mit 1 bis 2 Euro relativ gering sind. Außerdem ist er pflegeleicht und robust. Der Goldfischkönig von China hat gerade einen Großauftrag reinbekommen. Einer seiner Stammkunden braucht für sein Geschäft rund 40 Kilogramm Goldfische. Und dass die hier noch nicht passen, erkennt er auf den ersten Blick. Die wiegen erst 100 Gramm. Schau dir die doch mal an. Die sind für unseren Kunden zu klein. Aber Qin Min hat ja noch hunderte anderer Becken mit großen Fischen. Doch erst mal zu den Babys. Denn auf dem Weg dorthin liegt die Geburtsstation. Die künstlich befruchteten Muttertiere laichen an diesen Borsten. Daran haften die Fischeier wie an echten Pflanzen. Bei den großen Zuchtbecken wäre es zu aufwendig, echte Pflanzen zu nehmen. Die Bürsten funktionieren genauso gut. Bei einer Wassertemperatur von 20 Grad schlüpfen die Goldfischbabys schon nach ein paar Tagen. Aber die sind ja alle grau. Sind das wirklich Goldfische? Ihre Farbe bekommen sie erst später. Die ist immer unterschiedlich. Die anfangs graue Farbe der Goldfischsäuglinge ist ein Wunderwerk der Evolution. Denn die unscheinbare Farbe bewahrt sie davor, gefressen zu werden. Welche Farbe die Goldfische am Ende bekommen, hängt von der Züchtung ab. Bei einer Wassertemperatur von 20 Grad zeigen sie schon nach 4 bis 5 Monaten ihre volle Farbenpracht. In einem kalten Gartenteich kann das mehrere Jahre dauern. Einige bekommen durch eine selektive Züchtung sogar eine schwarze Färbung. Doch die ist eher was für Kunden, die Spezialwünsche haben. Rot ist die beliebteste Farbe. Davon verkaufen wir am meisten. Auch die Deutschen mögen die Roten am liebsten. Aber woher kommt der Goldfisch eigentlich ursprünglich? Aus China. Die Goldfischzucht ist hier schon über 1000 Jahre alt. Früher konnten sich ihn nur Reiche leisten. Im 16. Jahrhundert kommen die Fische dann nach Europa. Mittlerweile schwimmen sie in fast jedem deutschen Gartenteich oder Aquarium. Zurück nach Chengping, auf die größte Goldfischfarm der Welt. Es ist 12 Uhr und Zeit fürs Mittagessen.
Jinmins Sohn Kun ist der Futterspezialist. Er hat das Business von der Pike auf gelernt und möchte die Farm von seinem Vater später übernehmen. Die Fische kennen ihn und wissen, wenn er am Beckenrand steht, gibt's was zu fressen. Wir benutzen ganz spezielles Futter für unsere Fische, welches mit echten Algen. So bekommen die Fische auch eine intensivere Farbe. Bei ein paar Millionen Fischen bedeutet das 2 Tonnen Futter pro Tag. Die Algen beschleunigen das Wachstum noch einmal zusätzlich. Umso mehr sie fressen, desto schneller wachsen sie. Nach 6 bis 12 Monaten sind die Fische groß genug für den Verkauf. Aber Kun geht es nicht nur ums Geld. Es macht mich glücklich, jeden Tag die vielen Goldfische zu sehen. Ich hoffe, dass sie ein gutes Zuhause bekommen. Jedes Jahr wachsen in diesen Zuchtbecken 50.000 Tonnen Fischbabys zu erwachsenen Goldfischen heran. Das Geschäft boomt. Allein nach Deutschland exportiert der Goldfischkönig 3 Millionen Fische pro Jahr. Der Standard-Goldfisch misst zwischen 10 und 30 Zentimeter. Aber es geht auch größer. Stolz präsentiert Jinmin seinen größten Fisch. Er ist 4 Jahre alt und 80 Zentimeter groß. Ein Käufer muss für ihn 1.300 Euro hinblättern. Es ist ein Koi-Karpfen, ein enger Verwandter unseres Goldfischs. Beide gehören zur Familie der Karpfen. Die Großen bringen das meiste Geld. Wie groß können Goldfische eigentlich maximal werden? In großen Becken, in der Wildnis und mit genügend Futter wachsen sie ihr Leben lang weiter. So können die Tiere bis zu 14 Kilogramm schwer werden. Jinmins Großkunde hat allerdings die Standardgröße bestellt. Inzwischen ist er auch beim richtigen Becken angekommen. Jetzt müssen die Arbeiter die Fische nur noch aus dem Wasser holen. Insgesamt 40 Kilo. Arbeitskleidung, Badehose. Im Moment ist es sehr heiß, deshalb ist es eine willkommene Abkühlung. Die nächste Herausforderung für die Fischzüchter. Der Kunde hat nur gelbe und rote Goldfische bestellt. Die gehen in seinem Geschäft am besten. Vor dem Verkauf müssen die Fische 2 Tage lang in einem Plastiksack fasten. Der Grund? Die Tiere sollen durch ihre Ausscheidungen das Wasser nicht verunreinigen. Diese Fische haben die 2 Tage Fastenzeit bereits hinter sich. In 2,5 Kilo Portionen machen sie sich auf die Reise zu ihrem neuen Besitzer. Also vorher noch ab auf die Goldwaage. Genau abwiegen. 2 Tage später ist es auch für die roten und gelben Goldfische von Jinmins Stammkunden soweit. Damit sie die lange Fahrt überleben, kommt Sauerstoff in die Säcke. So können sie bis zu 30 Stunden ohne Frischluftzufuhr überstehen. Für den viel längeren Transportweg nach Deutschland kommen Sauerstofftabletten in die Plastikbeutel. So geht den Goldfischen auf der langen Reise nicht die Luft aus. Dann fühlt sich unser Lieblings-Aquariumsbewohner auch in Deutschland wie ein Fisch im Wasser.